Du wirst dein Gewicht reduzieren, dein Körperfettanteil sinken, dann musst du jetzt definitiv auf Kohlenhydrate verzichten, auf Fett verzichten, musst Abnehmpillen schlucken, jede Menge Cardio machen oder sogar ein Programm für 24.529 Euro kaufen. Bitte nicht. Es geht so viel einfacher und in diesem Video werde ich dir erklären, wie du auf jeden Fall selber es managen kannst, dein Traumgewicht zu erreichen. Viel Spaß! Und Perspektivenwechsel, läuft. Was war das jetzt? Keine Ahnung. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um deine persönliche, erfolgreiche Gewichtsabnahme. Ja, es ist einfach so, wir sind völlig überflutet von Informationen, wie man am besten abnehmen kann. Jeder verspricht einem natürlich, die optimale Lösung zu haben. Von vornherein sei gesagt, ist natürlich bei jedem unterschiedlich. Jeder hat einfach ganz anderen Stoffwechsel, andere alltägliche Belastungen. Aber die ganzen Faktoren will ich heute auf jeden Fall benennen, was es zu beachten gibt, und dann bin ich mir sicher, mit ein bisschen Übung und ein bisschen Routine bekommt ihr auf jeden Fall hin, dass ihr euer Wunschgewicht erreicht. Um erfolgreich Gewicht zu verlieren, kommt es einfach im Endeffekt nur darauf an, wie eure Kalorienbilanz am Ende der Woche ausschaut. Habt ihr einfach einen Kalorienüberschuss oder ein Kaloriendefizit? Wenn ihr ein Kaloriendefizit erreicht habt, werdet ihr auf Dauer auf jeden Fall ein Gewicht verlieren. Natürlich auch an Muskelmasse, was natürlich dann versucht, in einer gewissen Diät immer zu reduzieren. Das heißt, ich steigere meinen Eiweißkonsum und senke meine Kalorien. So versuche ich einfach meine Muskulatur zu halten und gleichzeitig eben Gewicht und Fett zu verbrennen. Ja, Kalorien sind im Endeffekt eine inzwischen veraltete physikalische Maßeinheit der Energie. Und wieso ist es jetzt veraltet? Ja, es gibt nämlich jetzt auch schon eine neue, internationale, gültige Maßeinheit, und zwar Joule bzw. Kilojoule. Und wenn ihr schon mal auf manche Verpackungen hinten drauf geschaut habt, bei den Nährwerten, da ist es immer mit angegeben, natürlich die Kilokalorien und dahinter ein Kilojoule. Aber es ist einfach so, dass es in den Köpfen so manifestiert ist mit den Kilokalorien, dass man auch weiterhin einfach den Begriff und auch die Maßeinheit verwendet. Und ich werde mich heute in dem Video auch auf Kilokalorien beziehen. Also im Grunde genommen sind Kalorien einfach nur der Brennwert für ein bestimmtes Lebensmittel. Und wenn ihr zum Beispiel die Kilokalorien in Joule im Kopf umrechnen wollt, dann könnt ihr einfach grundsätzlich sagen, so Pi mal Daumen, eine Kilokalorie ist ungefähr 4,2 Kilojoule. Und was bringen jetzt überhaupt die Kilokalorien? Also wie kann ich meine Kilokalorien für meinen persönlichen Erfolg verwenden? Es ist ganz einfach so, wenn ihr langfristig versucht, eure Traumfigur oder einfach noch besser zu werden in eurem Sport, noch ein bisschen die Ernährung mit einfließen zu lassen, ist es einfach essentiell, dass ihr die Kalorien im Blick habt. Ja, das Grundprinzip meines Abnehmens und auch der Fettverbrennung an sich ist natürlich, dass ich versuche, ein Kaloriendefizit zu erreichen, indem ich einfach weniger Kalorien zu mir nehme, wie mein Körper verbrennt. Das heißt, wenn ich jetzt am Tag zum Beispiel 3000 Kilokalorien zu mir nehme, aber mein Körper nur 2700 verbrennen kann, dann werde ich auf Dauer natürlich an Gewicht zunehmen. Genauso gegenteilig, das heißt, wenn ich 3000 Kalorien zu mir nehme, ich verbrenne aber 3300, dann ist es gut, dann habe ich 300 Kalorien weniger zu mir genommen und mein Körper wird auf Dauer an Gewicht bzw. auch natürlich an Fett verlieren. Denn wenn der Körper keine Kalorien mehr bekommt, greift er natürlich auf die Fettreserven im Körper zurück, auch auf Eiweißreserven, aber das haben wir dahingestellt, auf jeden Fall auf die Fettreserven, und die werden dann zur Energiegewinnung genutzt und dann sozusagen verliere ich an Gewicht, ganz grob erklärt. Also was wird jetzt im Endeffekt benötigt, damit ich konstant Gewicht verlieren kann und das Ganze natürlich auch möglichst gesund? Ganz einfach, ihr benötigt einfach nur euren täglichen Energiebedarf, eure Kalorienzufuhr und eine regelmäßige Kontrolle, eine kleine Übersicht, damit ihr das Ganze im Blick halten könnt. Und wie ermittle ich jetzt meinen täglichen Energiebedarf? Ganz simpel, im Internet gibt es jede Menge Formeln bzw. auch schon fertige Energierechner, da müsst ihr einfach nur eure Daten eingeben. Und der wird dann automatisch euch verraten, was denn täglich an Energie benötigt. Und hierzu werden einfach Daten benötigt wie Geschlecht, Gewicht, Alter und auch die Größe und der sogenannte PAL-Wert, also PAL-Wert. Dieser gibt an, wie häufig und wie intensiv ihr euch im Alltag bewegt. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Bürojob habe und mache auch sonst nicht viel Sport, dann habe ich einfach einen sehr niedrigen PAL-Wert. Wenn ich aber natürlich eine stehende Tätigkeit habe oder sogar eine körperliche Tätigkeit im Beruf und gleichzeitig noch trainiere,
habe ich natürlich einen enorm großen Fallwert, deswegen natürlich auch viel mehr Kalorien am Tag verbrenne. Und das ist auch wieder so ein Faktor, was natürlich sehr individuell ist. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel eine sitzende Tätigkeit habe, sollte ich natürlich auch ein bisschen mehr trainieren, beziehungsweise natürlich auch ein bisschen mehr im Cardio-Bereich oder im Kraftausdauerbereich. Hierzu verlinke ich euch mal ein kleines Workout von mir. 30 Minuten Bodyweight-Training, da habt ihr auf jeden Fall schon mal die Kraftausdauer-Einheiten abgedeckt und könnt so auf jeden Fall in eure Kalorienbilanz ein bisschen Puffer einbauen. Eine zweite Möglichkeit, um euren Energiebedarf herauszufinden, ist natürlich eine professionelle Messung. Zum Beispiel in eurem Fitnessstudio, was aber oftmals auch ein bisschen mit Kosten verbunden ist und für den Hobbysport. Und wenn ich einfach nur so ein bisschen gucken will, wie kann ich denn selber mein Gewicht beeinflussen, reicht es auf jeden Fall, wenn ihr euch so eine Formel im Internet anschaut oder einfach so einen Energiebedarfsrechner im Internet benutzt. Und wie finde ich jetzt raus, wie viele Kalorien ich am Tag insgesamt esse? Und meine persönliche Empfehlung ist es, dass ihr ungefähr 200 bis 300 Kalorien pro Tag gemessen im Kaloriendefizit bleibt. Denn so habt ihr auf jeden Fall nicht zu viele Kalorien, was wiederum sehr schädlich für den Körper ist, beziehungsweise auch oftmals so ein bisschen negativer Effekt eintritt, beziehungsweise ihr habt auch ein bisschen Puffer. Das heißt, wenn es mal ein bisschen drüber geht, ist es nicht so schlimm, wenn es mal ein bisschen drunter geht, ist es auch nicht schlimm. Da einfach so ein bisschen Mittelmaß finden, selber ausprobieren und vor allem erst nach mindestens einer Woche mal auf die Waage stellen und gucken, ob es funktioniert, ob ihr nochmal was anpassen müsst. Wenn ihr euch täglich auf die Waage stellt und guckt, hey, warum geht heute nichts, das bringt's nicht. Macht euch auf jeden Fall nicht verrückt, probiert es aus, passt es ein bisschen an, bleibt geduldig und dann denke ich, wird es auch auf jeden Fall funktionieren. Ich persönlich benutze jetzt mal Fitnesspal, das ist jetzt keine Werbung, sondern ich benutze es einfach liebend gerne schon immer, weil es einfach völlig unkompliziert ist. Ich nehme zum Beispiel mein Produkt, scanne den Barcode ein und schon habe ich das Produkt quasi in meine App übernommen, muss nur noch die Menge eingeben und schon habe ich meine Kalorien hinterlegt. Ganz simpel, geht auch völlig easy. Und wenn ihr so ein bisschen Routine bekommen habt, dann ist es auch wirklich keine Belastung, sondern ihr habt einfach einen schönen Überblick, was ich am Tag gegessen habe. Und wichtig ist auf jeden Fall, dass ihr versucht, möglichst hochwertige Kalorien natürlich zu euch zu nehmen. Das heißt, mit Junkfood und etc. ist natürlich ein bisschen schwierig. Achtet einfach auf zum Beispiel hochwertige Kohlenhydrate gemixt mit Gemüse und Eiweiße. Und so könnt ihr auf jeden Fall gesund essen. Lecker essen, ihr werdet auf jeden Fall Erfolg darin haben. Und nach ein bis zwei Wochen werdet ihr auf jeden Fall sehen, ihr werdet euch viel, viel leichter damit tun. Ihr werdet zusätzlich auf jeden Fall motiviert sein, wenn ihr euch vor den Spiegel stellt und seht, okay, es tut sich was. Ihr kommt näher an euer Wunschgewicht oder Traumfigur und nichts beflügelt mehr und macht mehr Spaß, als wenn das Ganze funktioniert, was ihr mir selber beigebracht habt und das Ganze umsetzen kann. Jetzt würde mich mal noch interessieren, ob ihr selber auch schon mal manche Diäten oder auch schon Kalorientracking eben ausprobiert habt. Habt ihr selber schon mal damit Erfahrungen gemacht? Dann schreibt es einfach in die Kommentarspalte. Oder wenn ihr natürlich auch Fragen habt zu dem Ganzen, wenn euch noch was unklar ist, schreibt es einfach in die Kommentare. Ich werde es auf jeden Fall beantworten. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen. Ich wünsche euch viel Spaß und natürlich möglichst viel Erfolg. Bis bald. Haut rein! Ja.